Jeder von uns freut sich, wenn er jemandem helfen kann. Doch was, wenn ein Streit ausbricht, wer zuerst helfen darf? Das ist dann wohl eher kontraproduktiv. Doch genau so geht es momentan unter einigen Mitgliedern der Feuerwehr in Halle zu. Einige der Helfer wurden sogar anonym beschimpft. Bei den meisten herrscht Erleichterung, wenn die Feuerwehr am Einsatzort eintrifft. Auf die Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr Ammendorf dagegen wurde am Neujahrstag ein Feuerwerk übler Beschimpfungen losgelassen. Anonym, versteht sich. Mir ist eigentlich unverständlich, sagen wir, dass ein Feuerwehrkamerad einfach sowas schreiben kann. Das kann ich mir eigentlich selber gar nicht vorstellen. Ja. Die Ammendorfer würden bei den Einsätzen bevorzugt. Dieser Frust scheint, bei wem auch immer, sehr tief zu sitzen. Doch die Einsatzgebiete der Ehrenamtlichen sind klar festgelegt in der Alarm- und Ausrückordnung. Die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr erfolgt ebenfalls nach den Prinzipien, wie sie in der Alarm- und Ausrückordnung festgeschrieben sind, und ordnet sich natürlich auch dem Prinzip der schnellen Erreichbarkeit der Einsatzstelle unter. Das heißt also tatsächlich, wo sind sie in der Stadt stationiert, um dort schnelle Wege zur Einsatzstelle zu haben. Sie werden eingesetzt, insbesondere in den Nachtstunden und an Wochenenden, weil die Einsatzbereitschaft dort der Freiwilligen Feuerwehr auch gewährleistet ist. Sie müssen ihren Arbeitsplatz dann nicht verlassen. Ansonsten bei größeren Einsätzen, wo die Kräfte der Berufsfeuerwehr nicht ausreichen. Und natürlich bei länger anhaltenden Einsätzen, wo sie eine entsprechende Einsatzreserve für uns bilden. In dichter bebauten Stadtteilen ist die Brandhäufigkeit logischerweise größer. Das heißt aber nicht, dass die kleineren Wehren nicht zum Zuge kämen. 2011 hatten wir 52 Alarmierungen durch die Leitstelle, 17 Brandeinsätze. Dann waren 26 Einsätze zur technischen Hilfeleistung. Dreimal haben wir Gerätehausbereitschaft hergestellt, weil der Berufsfeuerwehr komplett im Einsatz war, beziehungsweise auch schon mehrere freiwillige Feuerwehren. Viermal hatten wir Übungseinsätze und zweimal Sicherheitswochen bei Großereignissen der Stadthalle wie Händelfestspiele und Laternenfest. Die Einsätze in der Silvesternacht, offenbar Auslöser für die bizarre Schlammschlacht, sind keineswegs das, was sich eine Feuerwehr wünscht. Es ist öfters vorgekommen, dass Einsatzkräfte, Feuerwehrfahrzeuge auf der Anfahrt durch eine Personengruppe, die kurz vors Löschfahrzeug springt und sich einfach nur bemerkbar machen wollte vor Freude, oder sei denn es fliegen Böller, Raketen, alles schon vorgekommen. Ja. Das ist gerade in so einer Silvesternacht höheres Gefahrenpotenzial. Der anonyme Angriff aus dem Netz ist aber offenbar kein Spiegelbild des Alltags der freiwilligen Kameraden. Wir sind eine Feuerwehr in der Stadthalle. Das betrifft nicht nur die freiwilligen Feuerwehren, auch die zwei Wochen der Berufsfeuerwehr. Wir fahren Einsätze zusammen, wir machen Ausbildungsveranstaltungen zusammen. Also ich sage mal, für unsere Wehr hier in Ganena haben wir da überhaupt ja keine Berührungsängste und auch irgendwo ja keine Zweifel. Wir arbeiten mit allen zusammen und da gab es also bei uns bis jetzt noch nie was Negatives. Also ich kann eigentlich nur von meiner Seite her feststellen, dass wir als Freiwillige Feuerwehren eigentlich alle untereinander relativ gutes Verhältnis haben. Wir machen gemeinsame Einsatzübungen. Es kommt vor, dass wir öfters uns mal zusammensetzen zum Grillen oder einfach nur mal zum Unterhalten, mal auch mal Bierchen trinken. Und im Einsatzfall gerade kann es nicht sein, dass wir uns da irgendwie schlecht verstehen. Wir müssen alle gut miteinander klarkommen und das ist eigentlich bis jetzt so gewesen. So sollte es auch weiterhin sein, ja. Möglicher Neid bei einigen Anonymen soll nicht die Einsatzbereitschaft und das Image derer beeinträchtigen, auf deren Hilfe wir alle angewiesen sein könnten. Der Einsatz ist das Salz in der Suppe des ehrenamtlichen Kameraden. Und deshalb, wir haben diese Situation auch wahrgenommen. Wehrleiter haben mich auch schon informiert, unser Stadtwehrleiter, der Herr Siems, hat das schon mit mir besprochen. Und wir sind uns auch einig, dass wir das umgehend thematisieren. Wir werden nächste Woche mit unseren Stadtwehrleiter und mit unseren Wehrleitern zusammen uns an den Tisch setzen und werden natürlich über solche unschönen Dinge, wenn man über Feuerwehrprobleme anonym und zum Teil unsachlich in der Öffentlichkeit berichtet, versuchen natürlich sofort zu erörtern, wo kommt denn das her, gibt es berechtigte Vorwürfe oder wo können wir gemeinsam in Aussprache und Abstimmung etwas besser tun für künftige Regelungen. Das ist eigentlich unser Ziel und das soll umgehend passieren. Im Notfall ist es doch wirklich vollkommen egal, welche Feuerwehr nun eigentlich vor Ort ist. Hauptsache, es ist jemand da, der hilft.